Ich zeige Ihnen heute, wie Sie Ihren A1 Netcube selbst installieren können. Alles, was Sie für die Installation benötigen, finden Sie in Ihrem Netcube-Backerl. Den A1 Netcube, die SIM-Karte und natürlich auch ein passendes Netzteil. Wenn Sie Ihren A1 Netcube im A1 Onlineshop bestellt haben, ist es jetzt an der Zeit, die SIM-Karte zu aktivieren. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder besuchen Sie von Ihrem Smartphone oder einem anderen Gerät, das Internetzugang hat, die Seite www.a1.net/aktivierung und geben hier die Rufnummer und das Aktivierungskennwort ein. Zur Erinnerung, das Aktivierungskennwort haben Sie bei der Online-Bestellung selber festgelegt. Ihre zweite Möglichkeit, Sie rufen einfach unser Serviceteam unter 0800 664 147 an. Wenn Sie Ihren A1 Netcube in einem unserer A1 Shops oder bei einem Händler gekauft haben, haben wir die SIM-Karte bereits für Sie aktiviert. Jetzt brechen wir die SIM-Karte im grünen Bereich heraus und legen sie in den A1 Netcube ein. Schließen Sie jetzt das Netzteil an und schalten Sie den A1 Netcube ein. Wählen Sie Ihren Netzwerknamen in den WLAN-Einstellungen Ihres Computers. Den Netzwerknamen finden Sie auf der Unterseite des Geräts. Loggen Sie sich jetzt mit dem darunterstehenden Passwort, dem Wi-Fi Key, ein. Tippen Sie in der Adresszeile Ihres Internetbrowsers 192.168.8.1 ein. Jetzt werden Benutzername und Kennwort verlangt. Auch diese Informationen finden Sie an der Unterseite des A1 Netcubes. Geben Sie jetzt den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein. Wenn Sie die PIN-Abfrage bei einem Neustart des A1 Netcubes deaktivieren möchten, setzen Sie einfach unter dem Eingabefeld das Hakerl. Das war's auch schon. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem A1 Netcube.